Und zwar der allerneue Solarchip. Oh mein Gott, der ist grün! Digga, ey, ich hab so Angst, Mann. Bruder, mein Herz. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und damit auch zu einem richtig heftigen Video, denn heute bestimmen YouTuber 24 Stunden mein Leben, was ich machen muss. Und Leute, das wird ein geistkrankes Video. Wir haben YouTuber dabei wie iCrimex, Kevin, Lumex, Marvin, Leontin und so weiter. Das wird ein richtig geiles Video. Lasst jetzt schon mal ein Like da und kostenloses Abo. Und bevor wir uns die allererste Aufgabe angucken, die ist übrigens von Kevin, Leute, also von Clash Games. Ganz wichtig, am 9.2. um 18 Uhr auf lukasbs.de kommt der neue Burger Pommes Candy Merch raus. Unser krassester Merch, den wir je rausgebracht haben, Leute. Der Merch ist auf 2000 Stück limitiert. Ihr bekommt eine handsignierte Autogrammkarte dazu. Die richtig geile Müsli-Schüssel. Hier haben wir übrigens auch die Müsli-Schüssel, Leute. Richtig, richtig geil. Und die ultra leckere Burger Pommes Apfellimo, Leute. Die ist so limitiert, die wird es nur zum Merch geben. Das heißt, es ist geisteskrank. Leute, ich habe die Aufgabe von Kevin jetzt zugeschickt bekommen. Und ich würde sagen, wir hören die uns zusammen an. Let's go. Okay, Lukas, du hast gesagt, du möchtest eine Aufgabe von mir haben. Ja. Ich habe da doch mal einen Vorschlag für dich. Du weißt doch, du hast hier den Eierkopf kontaktiert. Ja. Eigentlich hättest du auch mal eins und eins zusammenzählen können. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe hier eine Sache vorbereitet. Was soll das denn jetzt heißen? Vorbereitet. Pass mal auf. Und zwar habe ich hier tatsächlich 6 Eier. Du sagst jetzt, was sollen mir 6 Eier sagen? Du gehst jetzt mal in den Laden, kaufst dir 10 Eier, weil 6 ist ein bisschen wenig, machst die alle auf, haust die in so ein Glas oder so rein und trinkst dann mal richtig schön so ein rohes Ei. Hä? Viel Spaß und pass auf, dass die nicht abgelaufen sind, weil sonst kriegst du ein bisschen Bauchschmerzen. Das wollen wir nicht. Bro, warte mal kurz, darf man das überhaupt, Leute? Digga, Kevin übertreibt komplett. Aber okay, Leute, ich zieh durch. Let's go. Also Kevin, ich muss jetzt auf jeden Fall für dich hier einmal in den Rewe und 10 Eier kaufen, Digga. Also wirklich, weiß nicht, was du dir bei dieser Aufgabe gedacht hast. Vor allem ist es ja auch gar nicht mal so gesund, glaube ich, rohe Eier zu essen oder zu trinken. Also mach das auf keinen Fall nach, weil ich glaube, da könnte man rein theoretisch irgendwie Bauchweh bekommen. Und so weiter, Leute, ne? Ihr wisst schon, was ich damit meine. Ich dachte mir, ich nehme jetzt die frischesten Eier, die halt haben, Bio-Eier, ne? Damit ich zumindest da auf der sicheren Seite bin. Ich hoffe, das klappt auf jeden Fall. Okay, Leute, wir sind hier bei den Eiern angekommen. Jetzt muss man halt gucken, ne? Regional ist natürlich am besten und Bio, Leute. Frische Bodenhaltung. Hier haben wir Eier, guck mal, 10 frische Bio-Eier. Das ist, glaube ich, am allerbesten für uns. Und ja, die sind 16.02. haltbar. Ich glaube, das sieht ganz gut aus hier, Leute. Für den Eierkopf hier, ne? Die nehmen wir mit, Leute. So, Leute, wir haben jetzt hier die 10 Eier auf jeden Fall, Kevin. Ne? Du siehst es hier. Dann haben wir hier auf jeden Fall das rote Glas. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eins nach dem anderen Ei rein. Und okay, lol. Digga, das hat so einen Huppel da oben. Seht ihr das, Leute? Ganz weird. Aber ja, eigentlich sollte ja mit den Eiern soweit hoffentlich alles okay sein. Das war echt übertrieben, bin ich ganz ehrlich. Kann sein, dass du der Eierkopf bist, aber trotzdem. Okay. Und ja, ich würde sagen, 9 Eier passt, Leute. Okay, Leute, ihr seht schon hier auf jeden Fall das Ganze. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier einmal umrühren, damit wir hier diese ganzen Eigelb-Dinger kaputt machen. Also eigentlich, also einige machen das wohl tatsächlich, Leute. Genau, mit so rohen Eiern trinken. Das hat ja auch Eiweiß und alles. Allerdings, wie gesagt, da muss man echt aufpassen, dass man gute Eier erwischt, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, ja, ich muss noch mal ein bisschen umrühren. Ihr seht das aber. Genau, let's go. Okay, Leute, let's go. Bruder. Ist das eklig gewesen. Digga, Kevin, ey. Bruder, ey. Leute, ich hoffe, ich krieg keinen Bauchweh. Wünsche mir wirklich Glück. Ey, Kevin, ich sag dir, das war eine Nummer zu viel. Okay, Leute, als nächstes haben wir einfach mal Marvin am Start. Was geht, Freunde? Alle schickt die Burger-Pommes in die Kommentare und lasst jetzt einen Daumen nach oben da und kostenlos Abo. Und zwar, Marvin, du darfst mir jetzt auch noch eine Aufgabe stellen. Oh, warte mal kurz. Lass mich mal kurz nachdenken. Und mein imaginärer Bart. Ey, aber übertreib nicht, Digga. Ich weiß, du übertreibst immer. Ja? Ich will, dass du den größten Burger-Pommes-Turm machst, den es überhaupt gibt auf YouTube. Und? Du siehst ja gerade diesen Merch, ne? Ja. Ich will, dass du. Du machst dir den Burger, will ich genau sehen. Davon machst du den größten. Überhaupt. Den Takis-Burger? Ja, den machst du, okay. Wie hoch? Richtig hoch, so hoch du kannst.
Alter. Hey, auf, Lukas. Okay. Sag ganz ehrlich, ziehst du durch? Ja, jetzt zieh durch. Ey, viel Merch, okay? Ja. Let's go, Leute. Ihr seht das jetzt, Abfahrt. Also, Leute, Marvin, du hast mir ja die Aufgabe gegeben, ich soll den höchsten Burger-Pommes-Turm bauen. Und ich habe mir dafür auch Hilfe geholt, weil alleine schaffe ich das natürlich nicht. Und zwar von Leontin. Moin. Oh, moin. Leute, Leontin hat natürlich auch den Merch schon an mit den blauen Takis. Und was hast du dabei? Blaue Takis. Ich würde sagen, Leute, wir bauen jetzt den größten Burger Pommes Taki Burger. Das müssen wir nur nach oben machen, weil dann fällt es um. Ja, genau. Und ich würde sagen, dafür gehen wir jetzt mal hier direkt bestellen. Ja, wenn wir 20 Cheeseburger in einen Turm schaffen, dann wäre das der höchste Burger Pommes Taki Turm, den wir je gebaut haben. Und jetzt hau dir mal, hau jetzt mal die 20 voll, Leontin. Oh, Alter, guck mal, Leute, das. Du hast schon so viel Burger hier bestellt, Leontin, dass das Display schon kaputt gegangen ist. Hey, Leontin. Ich dachte, was kommt jetzt, Digga? Er nimmt einfach seinen Schuh. Wir brauchen natürlich noch einmal Pommes, ne? Ja. Einmal Pommes brauchen wir auch noch mal. Okay, das reicht auch. Zwei, oder? Ne, eine reicht für den Turm. Und ich würde sagen, dann bestellen wir jetzt mal. Let's go. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben jetzt auf jeden Fall mit Leontin hier schon mal alle Cheeseburger vorbereitet, Leute. Nee, Spaß. Das war nur die Hälfte. Denn hier kommt aber die anderen Alter. 10. Leute, und wir werden jetzt hier auf dieser Unterlage alle 20 Cheeseburger in einer Reihe legen. Bei Leontin, um den größten Turm zu bauen, muss man erstmal das als so eine Schlange legen. Sonst kippt das direkt um. Weißt du, was ich meine? Und Leute, ich würde sagen... Ja, mach mal. Let's go! Genau, also das machen wir jetzt auf jeden Fall. Hier ist ein kleiner Zwischenstand. Wir machen jetzt immer so kleine Dreier-Türmchen. Und gleich werden wir auf jeden Fall alles dann zusammen in einen einzigen Turm packen. So, bis gleich, Leute. So, Leontin, wir haben jetzt auf jeden Fall die ganzen Dreier-Türmchen. Aber bevor wir die aufeinander machen, wir brauchen ja noch das alleroberste. Ich glaube, guck mal, das wird das oberste, würde ich sagen. Hier müssen jetzt die Takis drunter und die Pommes. Let's go, machen wir hier ein paar Takis drauf, ne? Wie unser Logo, Leute, ne? Ihr seht es. Alter, das Alter, sieht warte mal, geil schau. Aus. So. Boah, ich glaube sogar, das ist sogar vielleicht besser, wenn wir nur dieses Mal Takis machen, dass der Turm besser hält, weißt du? So, Leute, jetzt machen wir den Deckel drauf. Und jetzt, ganz wichtig, Leontin, damit der Turm ansatzweise halten kann, ja? Du kannst mich mal dabei filmen. Ja. Den nächsten Schritt muss ich nämlich machen. Wir müssen jetzt alle Dreiertürme klein. Darf ich auch drücken? Ja, aber du musst aufpassen, dass das nicht wegflutscht, ne? Okay. Genau, Leute. Dadurch tut man nämlich das Ganze so ein bisschen squeezen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Schau mal. Oh ja, den hast du gut gesqueezed. Jetzt werden wir das Ganze aufeinander machen. So. Okay, ganz vorsichtig, ne? Leute, jetzt braucht man wirklich Fingerspitzengefühl. Du hältst jetzt den Turm, okay? Okay. Kriegst du das so hin? Du musst dann so seitlich aber halten, weil ich muss ja oben weiter drauf stapeln, weißt du? So, Leute, die drücke ich jetzt wieder. Dann beißen wir beide rein, okay? Ja, genau. Dann müssen wir die hier aufdrücken. Lukas, rutsch weg! Oh, nein, das darf man wegrutschen, Leontin. Und jetzt, nee, du musst schon seitlich hier unten halten für die Stabilisation. Ja, halt so, okay? Jetzt kommt der zweite Zehner hier drauf. Oh mein Gott, Alter. Bro! Okay, warte, nein, oh! Nein! Nein, Lukas! Eine Schicht ist raus, aber das ist nicht schlimm. Oh Alter. Mein Gott, der höchste Burger-Pommes-Turm! Alter! Okay, der Leontin, beiß mal jetzt richtig rein, okay? Oh mein Gott, Bro! Digga! Bro, ey! Alter! Oh mein Gott! Das ist immer ein Ketchup auf den Hoodie, Digga. Yeah. Oh mein Gott. Ja, Leute, ich muss mal auch Hände waschen, schnell, dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Bruder, ey. Okay, Leute, Mission ein bisschen fehlgeschlagen, aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall der höchste Burger-Pommes-Turm aller Zeiten, Leute. Und ich würde sagen, die nächste YouTuber-Aufgabe kommt. Oh mein Gott, wir sind wieder da, Leute. Und zwar ist die nächste Aufgabe, die ich hier geschickt bekommen habe, von Lumex, Leute. Und ich würde sagen, ich bin gespannt. 3, 2, 1 und go. So, Lukas, hier kommt einmal meine Aufgabe für dein YouTube-Video. Und zwar habe ich mir tatsächlich überlegt, dass du bitte einmal ganze 200 Euro in einem Candy Store ausgeben musst. Yo. Aber als deine Special, da ich so gerne Takis esse, habe ich mir gedacht, dass du bitte einmal 50 Euro davon nur für Takis ausgeben musst. Was? Deswegen, Lukas, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Aufgabe. Lass es dir schmecken. Oh mein Gott, Bro, 200 Euro.
In dem Candy Store, ey, Lumex. Ich wusste gar nicht, dass er Takis feiert. Okay, Leute, kriege ich aber hin auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf in den Candy Store. Let's go! So, Lumex, also du hast ja gesagt, ich muss auf jeden Fall in den Candy Store gehen und 200 Euro hier ausgeben, Bruder. Und auf jeden Fall hast du ja gesagt, auf jeden Fall nur für Takis 50 Euro. Und Leute, ich dachte mir auf jeden Fall, dass ich für extra für das neue Merch-Logo, ihr seht das ja, mit dem blauen Takis, den Burger, werde ich auf jeden Fall natürlich Blue Heat ganz viel nehmen, Leute. Da kostet ja eine Tüte 6 Euro. Das bedeutet, Leute, ich nehme auf jeden Fall mal einmal, warte mal, das sind hier 3, das sind schon mal 18 Euro. Dann würde ich sagen 24. Okay, 30 Euro für blaue Takis, Leute. Let's go. Und jetzt gehen wir nochmal und holen nochmal Intense Nacho, weil ich die richtig feier, Leute. Die kosten auch 6 Euro, ihr seht's, Leute. Und davon holen wir jetzt nochmal 4, ne? Das heißt, dann sind wir da bei 54 Euro für Takis, Leute. Okay, Leute, das heißt, wir müssen jetzt noch 150 Euro für den Rest hier ausgeben. Digga, das ist so viel, Lumex, ne? Ich sag dir ehrlich, Mann. Leute, wir können auf jeden Fall nochmal hier gucken. Wir haben hier zum Beispiel dieses Peanut Butter Crunch Müsli. Das kostet 12,50 Euro. Ich denke mal, das hier wahrscheinlich auch. Das heißt, da sind wir nochmal bei 25 für die beiden. Die nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit nach vorne hier. Und jetzt gucken wir mal. Oha, ihr habt aktuell wieder Prime, ne? Okay, Leute, hier ein bisschen Prime nachgeliefert bekommen. Strawberry Watermelon, sehr geiler Geschmack. Wie viel kosten die? 10 Euro. 10? Genau. Oh, krass, okay. Leute, 10 Euro. Die sind wahrscheinlich importiert, ne? Deswegen schon mal nochmal 30 Euro. So, Leute, ich kann echt gar nicht rechnen. Wir nehmen einfach, nehmen wir nochmal Metamoon, Leute. Ja, komm, nehmen wir nochmal hier so ein paar Sour Patch, ne? Leute, so eine Batterie hier nochmal mit auf jeden Fall. Ah, okay, Leute, ein bisschen fehlt noch. Wir haben hier noch die Sour Smog Balls. Die kenne ich auch noch gar nicht. Ich würde sagen, davon nehmen wir auch nochmal 4. Jetzt müssen wir mal gucken. Alter, was ist das denn? Taffy Ropes, die sind, glaube ich, auch neu. Ist ja richtig krass. Kosten 2,90 Euro, aber die kenne ich noch nicht. Das heißt, wir nehmen ein paar Stück davon mit. Alter, sind die groß. Bruder, die sind größer als Leontine. Alter, Crunchy Balls, Blast Balls, die kenne ich auch noch gar nicht, Leute. Ja, komm, nehmen wir vielleicht nochmal hier die mit. Würde ich sagen, so ein paar Stück davon. Ist ja nochmal so neue Sachen. Das habe ich auch noch nie gesehen hier. Sludge. Okay, Leute, nicht schlecht. Okay, dann, ich würde sagen, ich muss noch mal was holen, Leute. Ey, Mann. Ach, Mann, ey. Ich brauche noch irgendwas, was hier den Preis ein bisschen hochtreibt, Leute. Vielleicht sogar noch mal hier so Lucky Charms. So Lucky Charms vielleicht noch, Leute. Nehmen wir noch mal hier die Reese's, ein paar Stück. Ich glaube, jetzt haben wir es aber, würde ich vermuten. Wir tun es mal einscannen, Leute, und ihr seht, wie gut habe ich geschätzt. Let's go. Ich bin gespannt. Wir filmen jetzt hier die Gesamtsumme und oh mein Gott. 208,90 Euro. Also ich muss sagen, vor allem du hast sehr gut geschätzt, muss ich dir lassen. Ja, also ich habe natürlich auch ein bisschen geschätzt, aber ich dachte, wir sind davor schon bei 200 Euro, aber richtig krass, Leute. Ihr seht schon hier die ganzen Tüten. Oh mein Gott, Leute. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar neue Produkte gleich schon mal direkt testen. Zum Beispiel dieses riesen Rope-Ding und so. Bin mal sehr gespannt, wie die schmecken werden, Leute. Und jetzt bezahle ich auf jeden Fall. Let's go. So, Lumex, du Alter. Ey, ich sag's dir ehrlich, Mann. Leute, auf jeden Fall die Takis, die ja, werde ich mir nach Hause mitnehmen. Die feiere ich ja auch sehr. Leute, ihr erkennt es, ne? Wahrscheinlich mit dem Merch-Logo. Das ist echt zu geil geworden. Das will ich auf jeden Fall hier einmal testen, Leute. Dieses neue XXL-Rope. Dann will ich auf jeden Fall einmal testen, die hier. Und ich sag ehrlich, den Rest kenne ich soweit eigentlich schon. Deswegen, die beiden Produkte testen wir jetzt. Oh mein Gott, Leute, Digga. Das ist ein Dr. Sweets Taffy Rope. So. Und oh mein Gott. Gott, ist das riesig. Junge, das ist doch nicht eine Portion. Das ist eine Wochenration, Leute. Hä? Was ist das denn, ey? Oh, guck euch das mal an, ey. Digga. Ja? Okay, Leute, und jetzt kommen wir auf jeden Fall dazu. Ich sage euch ehrlich, Leute. Ich konnte das gar nicht runterschlucken eben. Oder mein Mund war so voll, Spucke überall. Ich hätte das auf gar keinen Fall auf einmal essen dürfen. Ich hatte dann kurz Panik, Leute, und ich musste ausspucken, es ging nicht. Okay, ich würde sagen, jetzt kommen wir zu diesen... LOL? Hä, das sind so kleine Bälle, Digga. Ich dachte, das wären so größere, glaube ich, aber egal. Crunch Balls. Ja, okay, die sind eh ganz lustig, Leute, hier. Hä? Okay, ja, sind okay. Aber, ich bin ganz ehrlich, die sind viel geiler. Die schmecken richtig gut. Leute, ich würde sagen,
Auf geht's zur nächsten YouTuber-Aufgabe. Okay, Leontin, du bist hier der nächste YouTuber, der mir eine Aufgabe stellen darf. Und okay, du musst jetzt Hast du eine Idee? Ich habe eine richtig gute Idee. Ja, warte mal. Ich muss erst mal kurz meinen imaginären Bart fragen. Deinen imaginären Bart? Was ist deine Aufgabe? Du musst jetzt 3 Zuschauern ein richtig teures Geschenk schenken. Oh mein Gott, Digga, 3 Zuschauer. Ja, und ich komme mit. Du kommst mit? Und ich komme mit. Oh mein Gott, okay, ich habe schon eine richtig gute Idee, Leontin, was du denn schenken kann. Leute, ich würde sagen, wir gehen mal los und schenken den Zuschauern die Geschenke. So, Leontin, du hast gesagt, ich muss 3 Sachen an Zuschauer verschenken, ne? Genau, wir haben jetzt die Sachen, wir sind jetzt beim Einkaufszentrum. Und zwar, Alter, zeig mal, was wir für die Zuschauer haben. Eine komplett nagelneue Nintendo Switch in Gold. AirPods Pro. Neue AirPods und Pro. Und diese ganzen Süßigkeiten. Und komplett alle Süßigkeiten. Das sind übrigens genau die von Lumex aus diesem Video. Das werde ich jetzt alles Zuschauern verschenken. Also Leontin, ich würde sagen, ich mache so, Leute, die Switch kommt hier jetzt rein. Und AirPods, wo sind die AirPods, Leontin? Ja, genau, die AirPods. Und die müssen wir mal gucken, wem wir die schenken. Und natürlich auch die Süßigkeiten. Leute, wir gehen jetzt mal los, let's go. So, also Leute, wir sind jetzt hier vorm Uncle Woody's in Ludwigshafen. Und wir haben ja hier richtig dick eingekauft vorhin, ne, Leontin? Ey, und du bist auf jeden Fall heute glücklich, ne? Wie heißt du? Ehren. Ehren? Mhm. Okay, du bekommst nämlich mal einfach einen 200-Euro-Einkauf von Uncle Woody's geschenkt. Schau mal, wir haben hier geisteskrank viele Sachen am Start. Takis, ganz viel Prime, Lucky Charms, Müsli, alles Mögliche. Und das kriegst du auf jeden Fall alles geschenkt, Bro. Ich hoffe, alles. Kannst du dir mitnehmen. Ist geil? Ja, danke. Ja, sehr gerne, ne? Kannst du alles mitnehmen? Okay, Jungs. Dann danke. Alles klar, dann viel Spaß damit, ne? Ja. Okay, Leute, wir haben jetzt nochmal einen Zuschauer getroffen. Wie heißt du? Damian. Damian. Und Damian, ich sag mal so, du hast richtig Glück gehabt. Du saßt hier einfach rum, aber du darfst dich jetzt entscheiden. Wir haben einmal entweder eine Nintendo Switch, eine komplett neue kriegst du, oder kannst du dir aussuchen, AirPods Pro. Das ist geisteskrank, sag ehrlich. Leute. AirPods? Geil. Ja, auf jeden Fall sehr gute Wahl. Die kriegst du, sind komplett neu. Viel Spaß damit. Ich glaube, Leute, er ist auch richtig aufgeregt, oder Leontin? Ja. Okay, Leute, und dann ja, machen wir nochmal ein Bild, meinst du, ne? Let's go. Okay, Leute, wir haben jetzt noch eine Zuschauerin getroffen. Wie heißt du? Ich heiße Mina. Mina? Ja. Mina, und ich würde sagen, du hast richtig krasses Glück gehabt. Weißt du warum? Warum? Weil du hast den krassesten Preis von allen bekommen. Also vielleicht teilst du das ja mit deinem Bruder, weil der hat ja auch schon die Süßigkeiten bekommen, ne? Und zwar, du kriegst hier die Nintendo Switch einfach mal. Danke. Ja, sehr, sehr gerne, ja. Die ist nagelneu in Gelb, Gold, so ein bisschen, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass du damit viel Spaß haben wirst. Und natürlich auch vielleicht dein Bruder, ne? Du auch? Ja. Ja, ne? Okay. Ja, sehr, sehr gerne. Dann schönen Tag euch noch, gell? Ciao, ciao. So, Leute, die nächste Aufgabe bekomme ich von einem YouTuber, der mich gerade zu Hause besucht hat. Und zwar... Hallo. Moin. Ist ja ganz schön hell, ist was nicht. Geht, Jonas? Ja, auf jeden Fall, Jonas, du darfst mir jetzt eine Aufgabe stellen, denn ja, ich habe auf jeden Fall ein paar YouTuber heute dabei und ich bin gespannt, was ist deine Aufgabe? Ja, also letzte musste ich ja hier so viele Center Shocks essen, das hat mir gar nicht gefallen und die sind ja echt... Hä? Wann? Ja, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen her. Echt? Weißt du nicht mehr? Nein. Genau. Ah, stimmt. Ich dachte, ja, okay, bei so einem Glücksrad-Brawl-Stars-Video. Ja, hast du wieder vergessen, Ja, ja. Würde ich mal sagen, hau die Dinger rein, mach den ganzen Mund voll, so 20 Dinger gehen rein, oder? 20! Okay, warte mal. Also Leute, ihr müsst wissen, ich habe ja gerade ziemlich viele Süßigkeiten hier im Raum stehen. Und zwar, also auf jeden Fall, das finde ich, waren so fast die schlimmsten, die ich bisher getestet habe. Die habe ich gerade neu geholt auch. Also die haben noch diese volle Sauerheit oder wie auch immer. Ja, das ist interessant. Oh Mann, ey. Ja, wenn du willst, kannst du ja auch eins dazu essen. Ja, eins esse ich auch. Sag du? Ja, lass gleichzeitig, oder? Okay, okay, ich glaube, das ist lustiger. Ich halte es nicht halten. Okay, warte. Wir machen es mal so, Leute. Ich setze mich jetzt mal hin und packe mal die ganzen 20 aus. Ihr seht es dann. Okay, Jonas, ich würde sagen, 20 Center Shock, ne? Geht das überhaupt? Die sind nicht so groß, ne? Ich packe mal alles aus. Ja, ich packe jetzt mal alle aus, Leute. Ihr seht es jetzt hier im Zeitraffer. Okay. Oh shit, die sind ja übel fett. Oh. Naja, die sind übel fett, Jonas. So, ups. Digga, 20 Stück, Alter. Ich erstick da dran oder so. Also, Leute, und zwar, ihr seht es jetzt hier. Bruder, Jonas, ey. Ich würde sagen, komm, ess du vielleicht erstmal deinen einen zum Testen. Aber ist der sauer? Ich finde schon. Ich weiß nicht, ob du das sauer findest. Ja, Also Leute, ihr müsst wissen, Jonas feiert ja auch saure Sachen, aber die kicken stimmt, schon. Stimmt, stimmt. Die sind schon ein bisschen... Okay, Jonas, dann kannst du mich mal filmen. Werden wir sehen, ne? Ich denke schon. Das ist schon...
Perfekt. Also es muss schon gut reinhauen. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der allerletzten YouTuber-Aufgabe angekommen. Und zwar, Max, du darfst mir jetzt die letzte Aufgabe von diesem Video hier stellen. Ich habe mir natürlich auch für Lukas wieder was Besonderes überlegt. Und zwar, du kennst doch bestimmt den Hot Chip, oder? Ja, schon mal gehört. Aber ey, nee, den esse ich nicht, Digga. Alles gut. Du musst nicht den Hot Chip essen, den gibt's ja auch gar nicht mehr. Ja, stimmt. Das wurde ja verboten, ist zu krass und sowas. Aber es gibt jetzt was Neues, Leute. Und zwar der allerneue Soul-Chip. Der allerneue Soul-Chip. Was ist das denn? Ja, Bro, das ist jetzt nicht der schärfste Chip, sondern der salzigste Chip. Nein, Digga. Ehrlich jetzt. Ess ihn! Und ich sag mal so, das ist hier mein Gott, Bruder, von den gleichen Machern wie der Hot-Chip. Und ich glaube, die haben sich da auch schon wieder was überlegt. Und ich sag mal hier, die Reaktion sagt vielleicht schon die Reaktion, die wir von Lukas erwarten werden. Komm, ich mach's sogar für dich. Nein, warte mal. Ich will das erstmal kurz überprüfen, ob das überhaupt sicher ist hier. Ach, sei doch nicht so. Jetzt hallo. Das dürfen schwangere Frauen nicht essen. Hallo, jetzt lass mal. Schwangere Frau oder was? Nein. Ja, okay, komm. Ess ihn! Ja, alles gut, Leontin, ich mach schon. Komm, ich mach für dich auf. Nein, ich mach den auf. Bin mal gespannt. Ey, Max, aber hast du dir das gut überlegt? Überlebe ich das auch, oder? Ich denke schon. Also, für dich so zur Info, der Hotchip war ja ab 18. Ja. Und der ist jetzt nur ab 16. Nur ab 16? Wie alt bist du jetzt? 24. Ja, siehst du. Ey, oh mein Gott. Und zeig mal die Anpackung, bitte. Nein, hallo, jetzt lass mich doch mal. Enjoy your meal, Digga. Bruder, Soul-Chip Challenge. Alter, warte, da ist auch ein Handschuh dabei, Max. Moment mal. Ey, wenn da schon wieder ein Handschuh ist. Ey, Digga, Max, Alter. Bro, das ist doch. Ey, Bruder. Alter, Bruder, Max, ey. Ich schwör's dir, ne? Ich glaube, das ist gar nicht gesund, oder? Mach mal hier einen auf. Ich muss aber auch nicht essen. Okay, danke schön. Isst du dir jetzt das ganze Ding? Digga! Oh mein Gott, der ist grün! Junge, der sieht ja überkrass aus. Ey, Digga, Max. Alter, der riecht schon nach Salz. Aber Salz ist doch geruchlos eigentlich. Bruder, das lernt man doch. Der riecht ganz gefährlich. Ich darf. Also das ist alles aber kein Salz, Digga. Das ist irgendwie Digga. Chlor oder sowas. Ey, guck mal, der ist auch richtig dick, Leute. Ihr seht das. Nur riechen, Leontin. Der ist ab 16. Ey, soll ich durchziehen komplett? Ja, komm. Ey, also ist dein Video. Du willst die Aufgaben erfüllen. Ja, Digga. Leute, oder du gibst jetzt auf. Oder du gibst jetzt bei meiner Aufgabe auf. Leute, ich gebe nicht auf. Lasst allen ein Like und kostenlos Abo da für die 2 Millionen Abonnenten. Ich zieh durch den ganzen Chip, Digga. Oh mein Gott. Digga, ey, ich hab so Angst, Mann. Bruder, mein Herz. Ich bin echt gespannt. Sei ehrlich, im Vergleich zu Hot Chip. Oh! Ah, Bruder! Au! Oh! Ich hab hier was zum Nachspülen auch gehört. Alter. Ey, ich glaube, ihm geht's gar nicht gut. Ist lecker? Ich spiel's als Muss. Oh mein Gott. Meine Schlucke. Ey, du musst runterschlucken alles, sonst hast du die Challenge nicht bestanden. Alter. Nimm mal deine Zunge. Alter. Ey, Bruder. Sei mir, also man sieht schon an deinen Augen, die sind rot. Sei mir ehrlich, im Vergleich zum Hotchip. Hotchip ist ja extrem scharf. Wie ist das? Also jetzt mich Bruder. Interessiert das echt. Ich wollte mich selbst probieren, Leute. Digga, das ist so ekelhaft, Bruder. Das zieht sich... Ey, das zieht sich alles im Mund so zusammen. Du denkst so, deine Zunge, die ist so tot. Die bewegt sich nicht mehr, Digga. Also man sieht wirklich, Leute, ihm geht's nicht gut. Augen sind rot, Nase läuft. Hey, Leute. Bruder. Ey, ich sag ehrlich, Digga, das war schon hart, Mann. Digga, das war echt hart, Max, ey. Bro, du hast durchgezogen? Ja, ich hab durchgezogen. Leute, GG's. Ich bin ein Mann. Lasst ein Like, da kostet es aber. Bis dann, ciao, ciao.